Die Venusfliegenfalle, ich bin gerade mittendrin, die alle umzutopfen. Wie ihr hier gerade schon sehr schön sehen könnt, die sind jetzt alle schon frisch gemacht. Was es dabei zu beachten gibt und wie ihr die Pflanze bei der Gelegenheit gleich richtig vermehren könnt, das zeige ich euch im heutigen Video und deswegen viel Spaß damit! Hi Leute und damit herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin der Matze und wie ihr hier schon sehr schön sehen könnt, das sind quasi so die ganzen alten Fliegenfallen, die jetzt dringend frisch gemacht werden müssen. Die sind schon gute, glaube ich, 5 oder 6 Jahre sogar schon in ihrem Topf drinnen. Es wird allerhöchste Zeit, die frisch durchzutopfen und da gibt es ein bisschen was zu beachten und man kann die bei der Gelegenheit natürlich auch sehr gut vermehren. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Ihr seht schon hier, da hängt ziemlich viel schwarzes Zeug dran, ist einfach unschön und die machen wir jetzt frisch. Deswegen lasst uns gleich durchstarten und ab zum Topftisch gehen. Also ich habe mir jetzt hier mal den Kultivar Darwin herausgepickt, aber es spielt absolut keine Rolle, welcher Klon oder Kultivar es ist, weil es werden alle beim Umtopfen genau gleich behandelt und der sieht halt jetzt schon ziemlich unschön aus mit dem ganzen schwarzen Laub dran und wird höchste Zeit, ihn frisch zu machen und im ersten Schritt natürlich erstmal die Etiketten rausnehmen, weil das ist ganz wichtig, dass wir alle Pflanzen immer richtig gelabelt haben und da das Etikett auch nachher immer gut zuordnen können. Und jetzt geht's los, wir holen die Pflanze aus dem Topf raus, dazu einfach den Topf umdrehen, am besten ein bisschen drauf klopfen und dann löst sich der Topf schon sehr leicht, wie ihr hier sehen könnt. Und ich habe damals noch ein bisschen Pinienrinde oben drauf gehabt, hat sich aber nicht so als positiv bei den Fliegenfallen herausgestellt. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr machen, aber da werde ich nochmal ein extra Video zu machen mit der Pinienrinde als Abdeckung. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn sich einzelne Fallen schließen. Das passiert einfach. Also zum einen reagiert ja die Venusfliegenfalle immer auf Bewegung, quasi wenn was in die Falle reinkommt. Zum anderen aber auch auf starke Vibrationen. Und in dem Fall, wenn wir jetzt die umtropfen, vibriert das natürlich immer alles schön. Und da schließen sich die einzelnen Fallen. Müsst ihr euch aber keine Sorgen machen, die gehen ja am nächsten Tag wieder auf. Und jetzt tun wir die erstmal locker auseinander machen. Ihr seht schon die einzelnen Rhizome. Also die Pflanze hat sich in den Topf schon gut geteilt. Und die machen wir jetzt auseinander. Und jetzt müssen wir das Ganze hier von dem ganzen schwarzen Laub befreien. Das machen wir jetzt als erstes erstmal alles weg. Also die ganzen alten Blätter, Blütenstiele, was hier so dran sind. Die Erde unten, die streife ich einmal so über die Wurzeln. Jetzt hat sie sich auch schon geteilt. Streift das alles mal so ab, dass wir einfach so ein sauberes Rhizom erhalten. Und das machen wir jetzt einfach mal kurz mit allen durch hier. Also das ganze alte Zeug alles mal entfernen. Ihr seht, ich gehe da auch ziemlich grob ran. Also da müsst ihr jetzt nicht davor zurückschrecken und da irgendwie die Samthandschuhe anziehen, sondern das kann man alles grob anpacken. Und im ersten Schritt alles nur mal ausputzen, damit wir hier saubere Pflanzen haben. So, die große noch, die hat schon ein richtig dickes Rhizom gebildet hier. Das können wir aber auch nachher gleich teilen, weil das schon mehrtriebig ist. So, das schmeißen wir gleich auf den Kompost, das braucht man nicht mehr. So, ich habe die jetzt hier alle schon mal schön vorbereitet. Ich habe die alle auch abgewaschen, damit man es einfach besser filmen kann und besser zeigen kann. Müsst ihr daheim aber nicht machen. Das ist jetzt nur aus den Filmzwecken heraus. Und ihr seht jetzt schon hier, diese kräftige Pflanze, die hat ein richtig dickes Rhizom und hat auch Wurzeln unten dran, wie jede Pflanze. Allerdings nicht so viele, wie ihr sehen könnt, weil die Wurzeln sind bei den fleischfressenden Pflanzen ja nicht so wichtig, weil die ja nicht so viele Nährstoffe aufnehmen müssen, sondern das passiert ja über die Insekten. Und das Rhizom ist jetzt richtig dick und kräftig und hat sich hier auch schon geteilt. Also hier hängt ja eine kleine zweite Pflanze mit dran. Und die große Pflanze hier, die Hauptpflanze, das seht ihr jetzt hier schon, die kann ich ganz leicht abbrechen. Und jetzt habe ich hier eine große Pflanze zum Eintopfen und hier habe ich noch ein weiteres Rhizom, das ich noch weiter vermehren kann. Hier haben wir jetzt einfach noch diese kleine Pflanze hier drinnen, die will ich da auch rausholen. Das wird jetzt aber ein bisschen schwierig mit Brechen, deswegen nehme ich hier einfach ein scharfes Messer zur Hand. Und dann ist es am einfachsten, wenn man hier einfach so ein bisschen zwischen diese Blätter einfach durchgeht und dann so ein bisschen wippen tut. Und die Pflanze einfach rausschneidet. Zack. Und jetzt habe ich hier auch noch die zweite Pflanze schon. Hat auch Wurzeln dran, wächst also gleich gut an. Und das Rhizom hier, das können wir sogar nochmal teilen. Ihr seht es auch hier schon, das fällt ganz leicht auseinander schon ein bisschen. Das machen wir auch gleich weg. Und das ist immer noch ein kräftiges Rhizom. Da kann ich sogar noch einmal durchteilen. Und das Schöne ist hier, wie bei den Sarazenia-Schnittlingen eben auch, ich habe hier immer ein schönes Stück Rhizom, habe immer Wurzeln dran, also das wächst dann auch super gut an und jede
Also das sind ja jetzt immer die einzelnen Blätter hier, Blattansätze, und unter jedem Blattansatz, also hier drin sitzt quasi wieder ein schlafendes Auge, und die können alle einzeln austreiben und da werden wieder neue Pflanzen draus generiert. Ich zeige es euch nochmal hier an diesem Beispiel hier, auch wieder eine große kräftige Pflanze. Das hier ist noch der Blütenstiel gewesen hier, und da ist eigentlich immer ein guter Bruchpunkt auch. Deswegen, da können wir es ganz leicht auseinanderbrechen. Haben hier wieder eine schöne Pflanze draus gemacht. Und hier seht ihr es jetzt vielleicht auch. Ich mache das hier mal frei. Diese ganzen kleinen Zipfel hier, das sind jetzt quasi alle so schlafende Augen, die wir neu austreiben können. Und da gehen wir aber auch nochmal mit dem Messer dran. Gehen hier wieder rein. Wippen dann so ein bisschen mit dem Messer, dass wir da durchkommen. Und dann geht es wunderbar zum Teilen und die treiben alle wieder neu aus, und aus einem so ein Rhizom treiben nachher bestimmt 3, 4, 5 kleine Pflänzchen wieder aus. Ja, wenn man jetzt an sehr heißen Tagen topft, dann passiert es einfach, dass die Wurzeln hier sehr schnell trocken werden. Da gibt es einen kleinen Trick, ihr könnt es einfach alles hier ins Wasser reinschmeißen und das kann man sogar einige Tage lang da drin liegen lassen, ohne dass was passiert. Manchmal liegt es bei mir sogar auch ein paar Wochen, muss ich sagen, wenn irgendwas dazwischen kommt und man schafft es nicht gerade. Oder bei mir ist es ja auch so, dass das Handy dann öfters mal klingelt und dass hier einfach nichts vertrocknet und kaputt geht. Könnt ihr es einfach so ein bisschen in so eine Wasserschale reinlegen und da kann es, wie gesagt, mehrere Tage drin liegen bleiben, ohne dass was passiert. Und dann können wir die Pflanzen hier ganz in Ruhe immer rausnehmen zum Umtopfen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass die ganzen Pflanzen hier mal in den Topf reinkommen. Dazu nehmen wir einfach den neuen Topf. Nehmen hier ein bisschen Erde, also das ist ja jetzt Karnivorenerde. Wie man die genau anmischt, das habe ich ja schon mal im Video Nummer 4 erklärt. Ist einfach nur Torf, Perlite, Quarzsand, sehr lockere Mischung. Und die sollte auch leicht feucht sein zum Topfen, damit einfach das Wasser besser hochgezogen wird. Also nicht kurz trocken, immer gucken, dass die Erde leicht feucht ist. Jetzt machen wir hier einfach den Topf ein bisschen übervoll. Und jetzt kommt das Wichtige. Wir klopfen das einfach nur rein, also nicht reindrücken und reinpressen, weil sonst verdichtet er ja die ganze lockere Erde wieder. Deswegen immer nur so mit Klopfen und das, was sich dann so absenkt, so haben wir dann den Topf gefüllt. Das wird sich nachher eh noch ein bisschen absetzen. Jetzt machen wir hier einfach in die Mitte ein Loch hinein. Und jetzt nehme ich ein bisschen Dünger zur Hand, einfach so ein bisschen als Startschuss. Das ist jetzt Osmocote. Was hat denn das für einen NPK-Wert? Gucke ich mal geschwind. 14, 9, 15, wenn es einer genau wissen will. Aber ich gebe da eh nicht so viel drauf auf den Dünger, sondern ich schmeiße einfach hier 2, 3 Kügelchen noch mit rein. Einfach so ein bisschen als Starthilfe. Und jetzt nehmen wir hier einfach unsere Pflanze. Mit Wurzeln natürlich. Und ihr seht jetzt hier, alles was so weiß ist, das war ja vorher in der Erde drin. Und das sollte jetzt auch wieder alles in die Erde reinkommen, damit die Pflanze nachher schön in der Erde drin ist. Ich nehme da immer noch eine Pinzette zur Hand. Das gestaltet sich dann einfach einfacher, weil da kann ich zum einen erstmal die Wurzeln hier schön packen, kann die nach unten ziehen, im nächsten Schritt das Rhizom einfach ein bisschen rein. Und macht es lieber ein bisschen zu tief, also ich mache es auch lieber ein bisschen leicht tiefer rein, als es davor drin war, dass die Blätter da nicht so lommelig rumhängen. Und jetzt drückt man das Ganze leicht an, nur ganz leicht. Und das war es auch schon. Kommt noch das Schild rein. Und schon ist die Pflanze fertig getopft. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr bitte nicht machen sollt. Die Pflanze einfach nur so reintopfen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Das lommelt dann alles hier so rum und alle Blätter werden jetzt nämlich absterben, weil die nicht genug in der Erde drin sind. Deswegen immer lieber einen halben Zentimeter zu viel reinmachen und dass die Pflanze schön in der Erde drin steckt. So sieht das Ganze dann aus. Natürlich Schild rein. Und dann können wir die ins Wasser stellen. Und so machen wir das jetzt einfach hier mit allen Pflanzen geschwind durch. Und dann geht es rucki-zucki. So, nachdem wir jetzt die ganzen Mutterpflanzen wieder eingetopft haben, haben wir jetzt ja hier noch die ganzen Rhizomschnittlinge, die wir noch versorgen müssen. Und hier können wir sogar noch weiter hergehen und können hier noch einzelne Blätter abtrennen und können hier gleichzeitig noch Blattstecklinge machen. Ganz wichtig ist bloß immer, dass dieses weiße Rhizomteil hier mit unten dran hängt. Ganz, ganz wichtig, sonst kommt da nämlich nichts Neues raus. Also wenn ihr nur als Beispiel das Blatt jetzt so abbrecht und das in die Erde steckt, das geht euch kaputt, da kann nichts Neues rauskommen. Deswegen immer gucken, dass hier unten
das Rhizom mit dran hängt oder auch wenn da solche Stumpen dran sind, sage ich mal, so, die schon abgebrochen, abgestorben sind, die sind immer noch sehr gut und die kann man auch einfach abbrechen und nachher mit eintopfen. Und da habe ich jetzt auch schon einen Topf vorbereitet, mache ich einfach ein kleines Löchle rein, dann nehme ich wieder die Pinzette zur Hand, packe die an der Wurzel und schiebe die da einfach so ein bisschen in die Erde hinein. Und das machen wir jetzt so mit allen durch. Und dann habt ihr die Pflanzen auch gleich super gut vermehrt und habt da innerhalb von kürzester Zeit wieder Neuaustriebe. Also die einzelnen Blätter, vielleicht zeige ich das nochmal im Detail, die einzelnen Blätter hier, die packe ich auch am weißen unten vorsichtig mit der Pinzette und drücke die einfach nur so in die Erde mit rein. So, und dann ist das Blatt auch drin und das treibt dann auch wieder neu aus. Auch wenn ihr solche kleinen Stumpen hier habt, die könnt ihr auch einfach vorsichtig mit der Pinzette packen und dann einfach locker in die Erde hier mit einarbeiten. Der richtige Zeitpunkt zum Umtopfen von Fliegenfallen, das ist vielleicht noch so ein interessanter Hinweis. Also ideal ist natürlich, sage ich mal, so im zeitigen Frühjahr, im späten Winter, bevor die Pflanzen ausgetrieben haben, wenn man sie da umtopft. Also das wäre jetzt so, sage ich mal, so im März ein ganz guter Zeitpunkt, wo man die umtopfen kann, weil dann können die im frischen Topf gleich richtig durchtreiben und da kriegt ihr gleich richtig schöne, große Pflanzen dann wieder raus. Grundsätzlich kann die Fliegenfalle aber das ganze Jahr umgetopft werden. Also ich mache das ja hier bei mir in der Gärtnerei auch so. Fliegenfallen topfe ich das ganze Jahr um, weil die nehmen es einem jetzt nicht so übel, wenn man die jetzt frisch getopft hat, dass die dann irgendwie im Wachstum stocken, sondern im Gegenteil, wenn die frisch gemacht werden, die wachsen dann eigentlich nochmal viel besser weiter und kriegen nochmal so einen kleinen Schub, wo sie nochmal richtig nachlegen. Das Einzige, was ist in dem Jahr, wo man sie topft, färben sie sich nicht ganz so gut aus. Also wenn ich jetzt im Sommer topfe, ist die Ausfärbung danach nicht mehr so schön. Wenn ich die jetzt natürlich im Frühjahr getopft habe, dann macht es nichts aus und die Pflanze wird trotzdem wieder richtig eine schöne Rotfärbung annehmen. Vielleicht noch kurz, wenn die Pflanze gerade in der Blütezeit ist, also gerade die Blüte treibt, da würde ich es vielleicht auch nicht unbedingt umtopfen, weil die Blüte kostet ja schon sehr viel Kraft und Anstrengung und das Umtopfen an sich ist natürlich auch immer so ein bisschen Stress für die Pflanze und wenn die Blüte eben schiebt, sollte man da so ein bisschen Stress vermeiden. Manche machen ja auch die Blüte ab, damit die Kraft in die neuen Fallen geht. Deswegen vom Umtopfen her grundsätzlich das ganze Jahr möglich, bloß vielleicht in der Blütezeit nicht gerade. Was wir jetzt noch machen können, ist das Wasser ein bisschen hier oben drauf sprühen, damit sich nachher einfach die Feuchtigkeit besser nach oben zieht, die Pflanzen einfach von oben schon mal ein bisschen Wasser haben und das ist ganz wichtig, dass sie jetzt ins Wasser kommen. Das machen wir jetzt als nächstes. So, ganz wichtig ist ja jetzt, dass die Pflanzen alle ins Wasser kommen, dass sich hier die Feuchtigkeit gleich hochsaugt und die Pflanzen alle gut mit Wasser versorgt werden, dass sie euch nicht zusammenkippen. Hier vielleicht auch noch der Hinweis, wenn ihr an heißen Tagen oder sonnigen Tagen topft, vielleicht darauf achten, dass die Pflanzen die ersten Tage, die erste Woche vielleicht, nicht in der knallenden Sonne stehen, weil da kann es euch passieren, dass dann die Blätter alle welk werden und umkippen und dass sie einfach ein bisschen länger braucht, um sich wieder zu erholen. Deswegen vielleicht am Anfang die direkte Sonne ein bisschen vermeiden und gucken, dass sie schön nass ist, damit sie sich richtig mit Wasser versorgen kann. Und dann wachsen die innerhalb von weniger, also in richtig kurzer Zeit an und treiben wieder richtig kräftig nach. Und somit hat man wieder richtig schöne Pflanzen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar und gebt natürlich einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Matze.